Die Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich haben Deutschland im Zweiten Weltkrieg besiegt. Sie wollten verhindern, dass Deutschland noch einmal einen Krieg beginnt. Daher beschlossen sie, Deutschland und die Hauptstadt Berlin in 4 Gebiete aufzuteilen und zu besetzen. Berlin lag mitten in der sowjetischen Besatzungszone. Gemeinsam wollten sie über die Zukunft Deutschlands entscheiden. Allerdings konnten sie sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen und es kam zum Bruch zwischen der Sowjetunion auf der einen und den USA, Frankreich und Großbritannien auf der anderen Seite. Die Sowjetunion, die den östlichen Teil von Deutschland und Berlin kontrollierte, versuchte Druck auf die anderen 3 Staaten auszuüben, indem sie die Zufahrtswege nach West-Berlin ab Juni 1948 für fast ein ganzes Jahr blockierte. Um die Menschen in West-Berlin dennoch versorgen zu können, richteten die USA, Großbritannien und Frankreich eine Luftbrücke ein, um Kohle zum Heizen und Lebensmittel mit Flugzeugen in den westlichen Teil der Stadt zu transportieren. Für die Kinder West-Berlins warfen einige Piloten, wie der berühmte Gail Halvorsen aus den USA, kleine, mit Süßigkeiten versehene Fallschirme ab. Weil unter den transportierten Lebensmitteln auch Rosinen waren, sind die Flugzeuge der Luftbrücke heute noch unter dem Namen Rosinenbomber bekannt. Ein Flugzeug, ein Transportflugzeug aus dieser Zeit, seht ihr hier hinter mir im Alliiertenmuseum. Wie ihr selbst so einen Schokoladenfallschirm basteln könnt, das möchte ich euch jetzt zeigen. Dazu braucht ihr ein Stofftuch, am besten aus hellem Stoff, aus dem ihr malen könnt, 40 x 40 cm, 4 Schnüre, etwa 50 cm lang, Stifte in euren Lieblingsfarben und eine Süßigkeit eurer Wahl. Wie ihr euren Fallschirm bemalt, das ist euch überlassen. Wenn ihr fertig mit dem Malen seid, dann nehmt ihr die 4 Schnüre. Messt etwa so 10 cm ab und macht dann einen Knoten. Dann teilt ihr die Schnüre, also 2 auf der einen und 2 auf der anderen Seite, und nehmt eure Süßigkeit. Die packt ihr jetzt genau dazwischen. Und dann macht ihr wieder einen Knoten, sodass die Süßigkeit schön fest sitzt. Und am besten noch einen zweiten Knoten, damit sie auch wirklich nicht rausrutscht. Dann dreht ihr euer Bild um und legt am besten eine Schnur an jedes Ende. So, und jetzt nehmen wir einen Zipfel von dem Tuch, wickeln die Schnur darum und machen wieder einen Knoten. Wichtig ist, dass der Zipfel eben nicht rausrutscht, sondern dass schön fest sitzt.